So, willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers. Ja, in der letzten Runde haben wir ja die Plattform erweitert. Endlich haben wir unsere Schiffe soweit fertig. Also hier, das Zusammenbauschiff endlich. Das hat er jetzt doch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. So sieht das aktuell aus. Falls jemand jetzt erst eingeschaltet hat. Ja, was ist so in der letzten Folge passiert? Und in den letzten zwei Folgen? Buch. Wir haben es jetzt hier miteinander verbunden. Das heißt, wir können es jetzt einfach hier andocken und dann halt, ja, fühlt sich das automatisch oder wir steigen einfach ins Zusammenbauschiff zum Beispiel ein und können die Sachen dann einfach rüber transportieren, so gesehen, also einfach rüberpacken. Das ist total easy und cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Ich dachte mir so, ich muss mal echt mal drauf achten, ob. Wenn ich auslogge, ob ich Items verliere. Was ich jetzt noch machen wollte, ist die Plattform ein bisschen noch mal größer machen, weil das hier soll ja so gesehen dann die Landebahn sein. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen größer. So. Also, ziehe es ein bisschen in der Breite und dann wollte ich eh anfangen, bald so die ersten Räume zu bauen. Mal die andere Ansicht, die hier. Und wie das hier klappt mit dem Bauen. Ah, oh, das geht, glaube ich, ganz gut. Huch, hä? Wie das denn? Alles klar. So. In den letzten zwei Folgen hatte ich auch gelivestreamt. Ich werde übrigens auf Twitch weiter livestreamen, nicht bei YouTube. Falls jemand Interesse hat, zuzugucken, einfach mal oben bei meinem Kanal, hier da, also bei meinem Kanalbanner sind diverse Links, also zwei Stück müssten es sein. Einmal Twitch und Steam-Gruppe oder so, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen und reingucken. Wäre auf jeden Fall mal cool, wenn ihr in den Livestream halt vorbeischaut. Da man ja da halt so live ist und halt leicht direkt miteinander kommunizieren kann. Was? Jetzt schon 100 Blöcke hingebaut? Das kann doch nicht sein. Komisch. Nehmen wir einfach nochmal 100. Ja, also als nächstes, also ich werde jetzt hier nochmal eine Reihe ziehen. Wobei ich werde hier nochmal ein paar mehr ziehen, weil da haben wir dann hier eins. 4, 5. 5 haben wir hier und hier haben wir nur 2. Das heißt, wir werden das hier nochmal ein bisschen 3, 3, 4, 5. Auch nochmal ein bisschen in der Länge ziehen. 5. So. Das interessiert mich aber mal. Kurz gucken. 74 habe ich. So, jetzt habe ich nochmal eins hin platziert. Okay. Wirklich nur eins. Da haben wir gerade 100 Blöcke hingebaut. Das ist ja heftig. Wie schnell das geht. Also wie schnell. Also das sieht gar nicht so viel aus. Das ist schon ein bisschen krass. Aber gut. Auf jeden Fall soll diese Station hier sehr groß werden. Das soll so gesehen eine Hauptstation sein im Weltall. Und dann soll irgendwann halt, wenn wir halt die Station fertig haben, ein etwas größeres Schiff haben, wo man halt auch wirklich reisen kann, jumpen kann, also was. Dann soll halt, dann wird halt so demnächst dann, wenn man das halt soweit hat, also das große Schiff wird auch erstmal ein bisschen dauern wahrscheinlich, weil ich das ja halt dann auch schon so bauen möchte. Also man ist nie eigentlich mit den Schiffen fertig. Ich meine mal, hiermit bin ich auch, es funktioniert, ja. Er sieht auch an sich, ja, in Ordnung aus. Also, ich meine mal, das, ich würde es auch so lassen wollen. Aber man kann halt ja auch noch sehr vieles dran ändern, dass es halt cooler ist und noch mehr, lagern kann und so. Das will ich halt auch noch mal ein bisschen ändern, glaube ich. Dass es halt noch ein bisschen mehr funktionsmäßig und mehr lagern kann halt, das will ich auch noch wahrscheinlich ändern. Das Mining-Schiff werde ich vielleicht noch so lassen. Ich weiß es nicht. Ist ja an sich schon so ein Endprodukt. Vielleicht ein bisschen eine andere Farbe färben. Aber das schauen wir einfach mal. So. Das hätten wir soweit. Ich
Ich bin halt an dem Überlegen, wie wir das hier weiterbauen. Wie viel haben wir denn noch? 30. Gut, dann bauen wir das hier jetzt noch zu. Machen wir das einfach so einheitlich. So. Wahrscheinlich reichen die 30 eh nicht, weil das mehr ist als 30 Blöcke. Gucken wir erstmal. Macht er nicht. Okay. Brauchen wir Schallplatten. Das holen wir uns mal hier kurz. Oh. Gott, was war das denn? Okay, das heißt an sich aber auch, wir müssen wieder Stahlplatten herstellen. Das heißt, die nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich farmen müssen. Bin mir aber noch nicht sicher. Es sei denn, ich mache es offline. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich offline farmen soll? An sich ist das ja, glaube ich, nicht so der Burner. Wenn ich das halt so hier halt aufnehme und farme. Wobei wir auch immer nur ganz kurz farmen. Lass es 5 Minuten sein oder so. Und dann bauen wir eigentlich schon wieder weiter. Aber ich kann, wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ich farmen soll. Nebenbei. Weil ich glaube nämlich, uns geht langsam das, hier, das Eisen geht uns langsam aus. So, jetzt habe ich es. Das werde ich da wegpacken und dann ein paar Stahlplatten wieder herstellen. Lassen wir es einfach mal 4000 sein. Einmal Stahlplatten brauchen wir auf jeden Fall eigentlich für alles. Also, wir sehen, für die Station brauchen wir mega viel. Ich baue jetzt erstmal kurz das Grundgerüst. Ich will diese Landestation, will ich auf jeden Fall noch sehr, sehr groß bauen. Wie mache ich das? Fange ich dann ab hier schon an oder ich mache es einfach mal hier. Hier soll dann halt die Station ungefähr anfangen. Ich weiß noch nicht, wie hoch sie werden soll. Ich baue das einfach mal kurz so hoch. Wie viele Blöcke sind das jetzt? 5, ne? Genau. Dann mache ich das auf der anderen Seite genauso. Ungefähr hier. 4, 5. So. Ich glaube, das kann man erstmal so nehmen. Dann haben. Ich weiß nicht, was für einen Hangareingang wir machen. Ob wir halt ganz normale Türen nehmen, die sich dann halt automatisch öffnen, wenn ich halt reinlaufe. Oder ob ich so eine richtige Hangar-Tore nehme, wo auch so viel Platz ist an sich, dass man mit kleinen Schiffen reinfliegen kann. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Ich bin euch sicher. Ich suche sie auch gerade irgendwie, aber ich finde sie gerade nicht. Also ich sehe sie nicht. Ja, mal kurz ein bisschen durch. Hier diese Kolben. Ich hoffe endlich, dass die Kolben gefixt wurden oder halt, dass es endlich mal funktioniert. Weil ich hatte so einen Kolben immer an mein Schiff dran und bin dann in die Atmosphäre reingekommen und wollte halt landen auf dem Planeten. Und dann hat es mir mal zerrissen. Das Schiff so gesehen, also da, wo halt der Kolben dran war. Ich finde gerade die. Was ist das? Interne Säule. Ach hier. Luftdichtes Hangartor heißt das. Okay. Braucht man da alles? Stahlplatten. Natürlich Stahlplatten. 350. Also Stahlplatten braucht man eigentlich für jedes blödes Item. Für jedes Gerät. Ja, ich ziehe einfach jetzt mal hier, falls, ich glaube, das waren nämlich 3 hoch, ne? Bin mir gerade nicht sicher. So. Das soll halt erstmal nur dazu dienen, dass es halt gezeigt wird. Also, dass man halt sieht, wohin das halt gehen soll. Uah. Soweit. Da unten ist immer noch meine Leiche. Okay. 3 hoch. Ich baue mal hier einfach nochmal auch 3. Also 4. Und dann da auch nochmal eine Mauer lang. Hier so ein Träger. Dann war es einfach mal Träger. An sich soll es ja erstmal nur simulieren, wie das halt so aussehen sollte. Also so das Grundgerüst. Ich baue das ja noch nicht fertig. Ich gucke erstmal, wie das halt mir so gefällt, wie das aussehen könnte. Die Landestation wird auf jeden Fall noch weitaus größer. An den Seiten werden auf jeden Fall noch Gatling Guns ran, damit man halt geschützt ist vor Angriffen. Also, dass man halt sich ein bisschen schützen kann. Ein bisschen wehren kann. So. Ich finde es cool, dass es so schimmert.
Also so blendet auch so ein bisschen in der Sonne. Ganz cool. Gut, das hätten wir. Ich guck mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alles klar, das ist super. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann mache ich auch einfach mal hier die Blöcke hin. So, das ist Mitte. Ich finde es halt, ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil an sich will ich das halt wirklich, sei denn, ich ziehe hier einfach so eine Säule hoch und dann hier. Aber das würde an sich auch nicht gehen, wenn man halt dann hier, das ist ärgerlich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich jetzt hier eine einzeln packe, mache ich die weg und dann kann ich halt hier einzeln machen, aber dann habe ich immer noch die zwei Reihen nur. Und wenn ich das halt so jetzt mache, wenn man jetzt davon ausgeht, halt die da oben muss ich ja gar nicht hin. Ist ein bisschen irritierend. Warte mal, das habe ich jetzt. Genau, da oben muss ich weghauen. Weil hier werde ich wahrscheinlich ein Fenster hinmachen, also nicht Fenster, sondern die Scheiben. So, und dann halt hier, so gesehen der Eingang. Und das kann ich ja dann jetzt auch mal wegmachen, dann sieht man halt ungefähr, wie das sein soll. Das wäre so quasi der Eingang da unten, da drüber mache ich immer ein Fenster eventuell oder halt ein Schild hin. Aber da müssen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall die Station mit Kameras auslegen. Ich will auch, hatte ich glaube ich am Anfang gesagt, bin mir jetzt nicht sicher, hier im Weltall bestimmte Punkte haben. Also Antennen halt, die halt Signale aussenden, dass man Verbindung hat mit, also so eine Laser-Antennen sind das glaube ich, bin mir nicht sicher, dass man miteinander verbinden kann. Dass man halt Station für Station dann springen kann, wenn man hier an Cockpit zum Beispiel ist. Also hier an so einem, ja, Cockpit sage ich einfach mal, dass man halt die anderen noch kontrollieren kann. Das ist, glaube ich, ganz cool. Drohnen will ich mir auch noch bauen, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Schiffe kapern möchte, dass man halt dann mit einer Drohne hinfliegt, dass man dann die versucht von Weitem irgendwie die mit den Gatling Guns halt versucht, die Waffen kaputt zu schießen, dass man halt sicher ist. Oder wir bauen uns einfach ein Schiff und rasieren das Ding einfach. So eine Kampfschiffe kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, ich würde es eher mit den Drohnen bevorzugen. Aber das ist alles noch Zukunft. Ich gucke erstmal hier gerade. Warte mal, wir bauen einfach mal die Tore hin. Durchgang, nein, hier. Mal hier den Verbinder da unten weg. Guck mal, wie das aussehen würde. Die Türen müssen nach außen so sein. Kann ich jetzt schon durchlaufen? Das ist natürlich gut. Hier, das haue ich noch weg. Alles klar. Das ist ganz cool. Das hier aussieht, warte mal, ich geh mal kurz so in die Ansicht. Interessant, also echt interessant. Ja, dann weiß ich nicht, dann bleiben wir erstmal dabei. Ich weiß halt nicht, wie ich das wirklich haben möchte. Oder ob ich mir sage, okay, ich mach die drei, diese Reihe doch weg da. Müssen wir mal gucken. Also so sieht auf jeden Fall erstmal der Plan aus, dass wir die, das hier erstmal grob erstmal so ein bisschen hinbauen, dass das halt erstmal hier so aussieht, so, dass man dann immer noch guckt, weil ich meine mal, wenn wir es jetzt fertig schweißen, werden wir so oder so mal wieder abbauen, ranbauen, bis es halt mir oder halt uns gefällt. Hier zum Beispiel würde ich halt die Station gerne ein bisschen rund bauen, so, also hier ein bisschen abgerundeter, machen wir einfach mal. Das heißt, so oder so, dass wir hier nochmal ein kleines Ding da ziehen. Vielleicht mache ich das auch einfach hier so und dann ist das halt abgerundet. Aber da steht halt noch ein Stern. Wir werden das einfach mal kurz so machen. So, ah, halt, das ist falsch. Das ist falsch. Wenn ich das da so habe, dann müsste ich eigentlich auch so. Ich habe da gerade schon richtig. Ja, okay. Gut.
So, machen wir das erstmal so, dann steht das erstmal soweit. Das ist okay, das passt hier dann auch jetzt gar nicht. Da müssten wir einen anderen Block nehmen, diesen dreieckigen Block. Das dreieckige Block. Der, die, das und so. Machen wir das erstmal so. Das hier auf der anderen Seite machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ich das offline schweißen soll oder halt offline farmen soll, mining soll. Das war halt wirklich in den Folgen. Nur halt bauen, bauen, bauen und dann halt sonst was machen, wenn wir so weit sind, dann halt, wie gesagt, mit den Drohnen zum Beispiel, dass man dann zum Beispiel, okay, jetzt sieht man hier keinen anderen Schiff, also kein anderes Gegnerschiff so gesehen. Guck mal, ich wollte mal gucken. Fraktionen. Du bietest bla 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 an. Anfrage zurücknehmen. Die haben's. Du bietest hier. Okay, das, die haben es aber scheinbar noch nicht angenommen, ne? Sonst wären sie ja, glaube ich, eine andere Farbe. Also sie sind immer noch Gegner oder sie konnten halt noch keinen Kontakt mit mir aufbauen, weil ich noch keine Antenne raufgebaut habe und noch nicht so nah waren. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann bleiben wir erstmal hier so weit bestehen. Ich glaube, das ist ganz cool. Gucken wir uns einfach mal weiter an, wie es dann so demnächst aussehen könnte. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie gesagt, mit den Livestream, ob ihr darauf Lust hättet oder halt, wie gesagt, mit dem Mining und Zusammenbauen, also hier fertig weiß und alles. Das könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich das offline-mäßig machen soll oder nicht. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Haut rein. Ciao.